bist weg, ne? Du kriegst jetzt den nächsten Strahl ab und dann bist du tot, ne? Aber ich glaube, das ist die richtige Taktik. Also mit anderen. Nein, falscher Spielstand. Der hier war es, glaube ich. Ich glaube aber, das ist jetzt mit Abstand die richtige Taktik. Jetzt ist meine Verteidigung von mir. Stehe ich ja jetzt irgendwie. Sollte mir die Zahl mal merken, nicht, dass ich jetzt andauernd das Falsche lade. Aber ich denke, das ist eigentlich ganz gut, was ich tue. Also. Zack. Zack. Warum habt ihr den jetzt so blöd nur angegriffen? 15 war es. Ich muss einfach es hinkriegen, dass ich die beiden kaputt bekomme. Ohne groß was zu verlieren. Das heißt, zack. So. So. Jetzt greifen sie von hier an. Genau wie sie sollen. Aber mit viel zu vielen. Das ist voll übertrieben. Befördert bringt mir nun nichts, ey. Ja, aber wie habe ich das denn eben gemacht? Eben war das doch auf der Seite auch eigentlich ganz angenehm, sage ich jetzt mal. Finde ich das doch tausendmal mache, jetzt ist mir egal, ich will das jetzt schaffen. Ich will keine Einheit verlieren. Aber warum markiere ich die Ricks überhaupt? Das ist auch unklug. Vielleicht. Mache ich es einfach so. So. Jetzt fahre ich euch beide ein. Jetzt fahre ich euch beide ein. Jetzt fahrt ihr nach da. Ihr fahrt ein Stück weiter nach hier. Zu weit!
werde die alle verlieren. Da kann ich ja machen, was ich will, wenn das so krass viele sind. Die Frage ist, wenn ich das lade und nicht angreife. WB-Wadli. Warum sind das so viele? Was passiert denn, wenn ich warte? Und sozusagen die einfach mal machen lasse. Obwohl, nee, ich lade den falschen Stand. Ich wollte gar nicht diesen Spielstand. Ich wollte ja viel früher eingreifen. 13 war das, glaube ich. Concentration. So. So, 13. Ich merke mir mal 13 und ich merke mir 19. So. Hey, wo ist mein zweites Rick hin? Aber ist auch egal. Was hier ist, ist eindeutig. So. So, bis dahin habe ich es geschafft. So, jetzt speichere ich 19 über, weil das ist jetzt mein neues 19. Weil ich möchte, dass es mein neues 19 ist. So, jetzt möchte ich wissen, ob ihr drei das schafft, einen davon kaputt zu machen. Was ist denn ja gut? Okay, ich habe abgespeichert. Das ist jetzt nicht so das Problem, aber. Ja, so irgendwie, ich muss noch den Befehl finden, dass die einfach auch machen, was ich sage, glaube ich. Würde ich für sinnvoll erachten, ja?
Jetzt direkt kaputt machen hier. Ihr schafft das zu dritt. Ihr müsst nur einen kaputt kriegen. Dann fahrt ihr zurück. Greift ruhig von da an. Obwohl. Ah, nee, fahr mal ruhig. Zwei nach dahin, bitte. Wenn sie bis dahin kommen, ist eh vorbei. So. Zurück. Immer schön zurückfahren ein Stückchen, ja? Ja, ihr müsst euch jetzt auch nicht abschießen. Das ist doch. Warum? Also kann mir das jemand erklären? Also, ich finde es ja gut, dass die Einheiten so ein bisschen das machen, was man sagt, ne? Aber dass sie dann einfach auch mal so doof da rumstehen und sich abschießen lassen, das geht in meinen Kopf einfach irgendwie nicht rein, ne? Zurück. So. So. Okay, das war jetzt mein Fehler. Okay, aber ich mache jetzt Folgendes. Ich lade diesen Spielstand neu. Es ist nicht einfach. Aber jetzt, wo das kaputt ist, hier oben, hier, wenn die Verteidigung
muss halt, ich versuche halt diese Dinger hier kaputt zu kriegen. So. So, jetzt sieht das doch schon mal ein bisschen anders aus. Halt, einen Moment, ich habe jetzt. Das war jetzt. Das war gut. Was? Oh, nicht da jetzt auch noch, ey. Naja, egal, da habe ich erstmal meine Leute. So. Ich habe ab hier nicht klug gehandelt, aber ich schaffe das jetzt. Ich bin optimistisch dieses Mal, überraschenderweise. Ziemlich optimistisch sogar. Hier oben. So. Hier 5, fahrt nach hier oben. Mit hier. Ups. Ihr fahrt nach hier. Du fährst nach hier oben. Du breitest dich aus. Du machst das gleiche hier.
So, und jetzt müssen wir es schaffen, muss ich es nur schaffen. Ich glaube, das Problem war, dass ich zu lange gebraucht habe, in Anführungsstrichen. Und deswegen die Produktion von den, heißen die irgendwie? Von den Avataren, jetzt weiß ich, wie sie heißen, von den Avataren, so weit hinausgezögert habe, dass die einfach zu viele hatten. Und jetzt musste ich halt irgendwie durch diese Armee einmal durch. Und ich bin noch nicht durch diese Armee durch. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht so gut. Vielleicht lasse ich meine Einheiten erstmal zurückgezogen in der Basis und guck, wie ich damit umgehen kann. Am besten wäre es, wenn sie jetzt wieder hierher kommen würden. Ist das anstrengend. Diese Mission ist echt einfach anstrengend, aber sie ist möglich. Auf jeden Fall. Okay, sie benutzen dann den Höhenvorsprung. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. So. Danach schlage ich mit euch zurück. Glaube ich, nach dem Angriff versuche ich, glaube ich, auch mal anzugreifen und mal auch ein bisschen Schaden bei denen anzurichten. Zurückfahren. Die kommen von da oben. Sehr wahrscheinlich kommen sie von da oben. Ich möchte, dass sie von hier kommen. Gut, das war zwar nicht schlecht, aber dass ich natürlich genau im entscheidenden Moment woanders bin, ist natürlich auch blöd. Aber gut zu wissen, dass wir dann wirklich da auch herkommen. Das heißt, das kann ich verwenden. Das verwende ich auch definitiv gegen die. Da. Jetzt heißt es warten. Jetzt kommt das Flugzeug gleich wieder hier hin.